Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter bei David Motorentechnik. Er ist 4 Limo 2.0 Block. Es ist tatsächlich soweit, dass es an die Montage gehen soll. Ja, hat ja lang genug gedauert. Erstmal, wir sind hier im Montageraum. Extrem cooler Raum, finde ich. Hat irgendwie was. Hat irgendwie so einen eigenen... Es ist extrem ruhig. Das ist ja immer schon mal... Weil unser Nachbar gerade nicht mit irgendwelchen Gartengeräten arbeitet. Ansonsten hört man den ganzen Tag Laubbläser und Heckenscheren. Das Gerät hier muss ich auf jeden Fall einmal zeigen. Also ich glaube, ich habe noch nie einen massiveren Motorständer gesehen. Ja, ursprünglich war der mal gedacht, um da richtig dicke Motoren dran zu hängen. Es hat sich aber herausgestellt, dass selbst ein amerikanischer V8 da gut dran hängt. Vor allen Dingen, wenn man die Zylinderkopfschrauben festzieht oder so, die teilweise dann mit 130 Newtonmeter festgezogen werden, sinkt nicht der ganze Ständer ab. Weil bei den, an den käuflichen Ständern, den normalen, hast du dann wirklich Angst, wenn dann Chevy Big Block mit Gusseisenköpfen dranhängt, der dann schon also an die 300 Kilo wiegt, dann senkt sich das, ich sag mal so, sehr deutlich. Und wenn dann noch an die Schrauben ziehst, dann fühlt sich das unmöglich an. Das ist hier nicht der Fall. Das bleibt scheiße. Ein Motorständer, der stark Schwung braucht, das ist schon... Schneckengetriebe-Motor unten dran. So, okay, ja, dagegen sieht das halt wirklich immer aus wie Spielzeugmotor. Ja, das ist... Wir wären theoretisch eigentlich schon weiter. Praktisch ist es aber mittlerweile tatsächlich so, dass selbst die Ölspritzdüsen entfallen sind. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Michael, der hatte mir dann welche zugeschickt. Es ist tatsächlich so, die gibt es nicht mehr bei Audi. Ich war selber erschrocken. Ach. Ja, ich war selber erschrocken. Kevin hatte mich angeschrieben, meinte, oh, wir haben keine Ölspritzdüsen hier. Dann meinte ich, oh, okay, muss ich mal gucken. Denkst du, rufst du bei Audi an, 3x9? Nee, ja. Entfall. Und auch noch bei Tradition nicht zu beziehen. Vielleicht werden die nochmal nachgefertigt, aber so war es jetzt gebrauchte. Nee, wir hatten die ursprünglich, weil so eine Düse kostete, glaube ich, immer 15 Euro. Das heißt, die hat man einfach immer neu gemacht. Ja. Jetzt waren die Ultraschall gereinigt und einmal ausgeblasen. Okay, so, Block ist theoretisch vollständig vorbereitet. Der ist einfach fertig gesäubert, ja. Wie geht ihr beim Säubern vor? Also wir versuchen mit dem Video mal so ein bisschen, wir haben so eine Montage schon öfter gezeigt, aber ich behaupte, eine Montage ist immer was, da hat jeder seine eigene Herangehensweise und seine eigenen Tricks und genau diese Tricks versuchen wir heute aus herauszuziehen. Also es ist so, normalerweise ist das eine Kombination aus Waschgerät und manueller Reinigung. Wir haben auch ein Ultraschallreinigungsbad zum Beispiel und da kann man solche Brocken dann reintun. Das hilft, aber die Vorstellung, dass ein Ultraschallbad zum Beispiel alleine ausreichen würde, um etwas einbaufertig zu säubern, gilt für Motorblöcke auf gar keinen Fall. Weil du hast ja so viele Hohlräume und Kanäle und das Ultraschallbad schüttelt dann den Dreck da drin praktisch herum, aber es wird nicht herausgewaschen. Das heißt also, zum Schluss hast du auf jeden Fall immer noch die Aufgabe, das Ganze manuell zu reinigen. In diesem Fall war das auch so, dass der Motorblock ja durchaus schon etwas länger hier steht, Schande über mich. Und deshalb habe ich ihn von außen nochmal gebürstet und gesäubert und eingeölt, damit er von außen auch etwas ansprechender ist, weil es schon mal vorkommt, dass er dann zum Beispiel hier so ein Hauch Flugrost ansetzt oder so. Das sieht ja wirklich unedel aus. Also ist zum Schluss nochmal eine manuelle Arbeit erforderlich. Und dann geht man auch mit Bürsten und mit Bremsenreiniger durch alle möglichen Löcher und pustet das Ganze aus und wischt dann anschließend noch mit Lappen drin herum. Und ich denke, auch trotz Ultraschallbad, Waschmaschinen und so weiter, ist das ein Vorgang, der sich bei manueller Motorenmontage nicht vermeiden lässt. Also ich sag mal, auch hier zählt definitiv am Ende die Sichtkontrolle, dass man wirklich jede Bohrung überall schon überall einmal durchgegangen ist. Ganz genau. Auf jeden Fall wichtig. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Im Normalfall immer ganz üblich Lagerschalen rein, Kurbelwelle rein, festziehen. Genau. So, in unserem Fall ist jetzt das Problem, das ist für mich auch Neuland, wir bauen das erste Mal einen Motor mit der Versteifungsplatte zusammen. Habe ich selber auch noch nie gemacht. Ich hole sie mal einmal für die, die jetzt erst einschalten. Das heißt, es geht um diese fette Platte, die hier ganz am Ende drauf kommt und theoretisch mit der Hauptlagergasse zusammengezogen wird. Jetzt hatten wir eben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, es wird ein, zwei, drei Probleme noch geben, die aber nicht schlimm sind, weil da kommen wir dann im nächsten Video zu. Normalerweise sitzt die Ölpumpe genau hier. Das heißt, hier ist die Ansaugung von der Ölpumpe. Nee, ist nicht korrekt, nicht die Ansaugung, sondern hier ist der Hauptölkanal. Der Hauptölkanal von der Pumpe geht hier durch in den Block. Ja. So, das geht natürlich bei uns nicht mehr. Also geht theoretisch schon, man könnte sie jetzt einfach oben draufsetzen, aber dann wird die Kette zu kurz sein.
So, das heißt, da werdet ihr aber im nächsten Video sehen, dass das für uns eh irrelevant ist, weil mit Thema Schmierung haben wir hier bei dem Motor noch ganz was Besonderes vor. Was machen wir als Essen? Lagerspiel messen. Hauptlagerspiel. Ja, genau. Wäre mein Vorschlag. Dann setze ich zum Beispiel einen Lagerbock ein und setze die Lagerschalen ein. Dann messen wir mal und gucken, wo wir landen. Allererste Frage. Lagerschale. Mit Öl, ohne Öl, nur sauber. Blockseitig, Rückseite der Lagerschale trocken. Okay, weil? Weil du sonst einen Ölfilm dazwischen hast, der die Verklammerung der Lagerschale, die ziemlich fest sitzen soll, hinterher behindert. Außerdem, ich sag mal so, lässt er die Lagerschale ganz leicht aufschwimmen. Also üblicherweise, wie gesagt, trocken. Sie soll fest dort im Bock sitzen und soll sich, ich sag mal, möglichst wenig bewegen. Das heißt, es ist wirklich tatsächlich so, dass obwohl hier Öldruck durchgeht, meinst du, die Schale bleibt trocken auf der Rückseite? So? Man kann es hoffen. Okay. Wie ist das so als Motorenbauer, wenn man so einen Motor zusammenbaut, wo man zeitgleich auch noch die Böcke dran selber gebaut hat? Also so dieses, das meistbelastete Teil im ganzen Ding eigentlich aus den eigenen Händen auch noch kommt und so ein Quäntchen, wie soll ich sagen, Aufregung mit dabei oder? Nein, nein, wirklich nicht. Das ist, in dem Fall ist es ja Gott sei Dank ein relativ simples Teil und es ist derartig dimensioniert, dass es diesbezüglich über jeden Zweifel erhaben sein sollte. Da habe ich keine Bedenken. Es sind tausend andere Dinge, die einem da eher Sorgen bereiten. Man denkt immer nach über Schmutz irgendwo, irgendwelche Krümel in irgendwelchen Lagern oder sowas. Eins unserer fliegenden oder eins unserer typischen Sprichworte lautet, wenn der Kunde einen Motor zusammenbaut und man hat Schmutz irgendwo, dann landet der im Filter oder lagert sich in einer Ecke ab, in der er keine Rolle spielt. Wenn wir auch nur ein Sandkorn im Motor haben, findet das auf jeden Fall seinen Weg in die Pleuellagerschale. Ja. Das ist... ist halt meistens so. Ja. Okay, aber sonst so würdest du jetzt sagen, diese Kombination, die wir uns jetzt hier so ausgedacht haben, der fette Bock, diese fette Platte da drauf, das sieht gut aus. Das ist dann wirklich jetzt stabil. Auf jeden Fall. Mehr geht nicht. Ja. Ich bin ja mal gespannt. Ihr holt ja schon so viel Leistung aus den Dingern. Wir kommen mit unseren amerikanischen Motoren da teilweise nicht hin. Und das ist dann schon wirklich beeindruckend. Fällt mir immer so ein Spruch aus dem Werner-Comic ein. Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein. Ich sag immer, ist er ölig, ist er fröhlich. Hat sich das auch mit der Ruhe halbwegs erledigt. Der Kompressor ist angesprungen. Aber Guido hört hier auch meistens Musik. Klassik. Nein. Ich weiß gar nicht. Heavy Metal, glaube ich. Nee. Aber beim Heavy Metal Motor zusammenbauen, das muss man auch können. Ja. Aber es gibt ja auch so Leute, die können ja zum Beispiel mit Musik an lernen, auswendig lernen und so weiter. Ne? Da muss man für gemacht sein. Ja, ich nicht. Bei uns gibt es normalerweise kein Radio im Betrieb, aber ich glaube, ich habe das schon erläutert, weil wenn man die eigene Sprache im Hintergrund hört, benutzt das Gehirn automatisch etwa 2/3 der kognitiven Reserven, um zu verstehen, was da im Hintergrund abgeht. Und dann geht irrsinnig viel Konzentration flöten. Na klar, 2/3 ist, bleibt nur noch 1/3 über. Genau. Damit wir jetzt das passende Lagerspiel haben, wo wir es schon ein paar Mal erklärt haben, habt ihr im Vorfeld das Ganze schon gemessen und jetzt die Bohrung in der Mitte passig gemacht? Oder verlässt man sich da auf das Maß, was das Serienmaß oder was der Lagerhersteller vorgibt? Also wir haben jetzt die Lagergasse auf das Maß gearbeitet, das Audi vorgibt. Mhm. Weil da gibt es ja Toleranzen für. Mhm. Und wir sind innerhalb dieser Toleranzen. Okay, also auf jeden Fall eigentlich immer kontrollieren. Ja, auf jeden Fall. So, also hier erzählt mir das Messgerät jetzt etwas von ungefähr so 300 Lagerluft. Circa etwa ungefähr. Das ist mittelmäßig eng. Ich weiß nicht, was Audi da vorgibt,
Also ich hätte normalerweise gesagt, für so einen hochdrehenden Motor 1 Promille vom Lagerzapfen, das wären ungefähr 600stel, für einen Turbomotor vielleicht ein bisschen weniger, 500stel. 3 ist da fast schon ein bisschen wenig. Okay, ich fasse zusammen. Ich freue mich irgendwann mal auf die erste Motormontage, wo es gar keine Probleme gibt. Aber du hast jetzt Lagerzapfen gemessen, hast, übertrieben gesagt, die Uhr darauf eingestellt und siehst somit beim Innendurchmesser messen, was für ein Spiel da ist. Und dabei kam jetzt raus 300stel. Ja. Das ist nicht viel. Nein. Also bei den amerikanischen Motoren machen wir das dann so, dass wir einen Ansatz Lagerschalen dann nehmen. Ja, und dann probieren wir einen Ansatz Lagerschalen aus und gucken an, hat der vielleicht mehr oder weniger Luft. Und versuchen dann in diese Richtung hinzuarbeiten. Wenn auch das nicht funktioniert, dann kann man zum Beispiel von der Welle nochmal 200stel oder so runterschleifen. Ist ein bisschen tricky, da 200-300stel von den Hauptlagern der Welle runterzuschleifen, geht aber. Welches Lagerspiel hättest du gerne? Oh, schwer zu sagen. Das ist, wie hoch dreht der Motor? Also schon so, also gerade für Ami-Motoren wirst du wahrscheinlich jetzt vom Glauben abfallen, aber ich sag mal so knappe 9. 9. 8,5, 9. Ja, dann hätte ich gerne so 700stel ungefähr. Boah, okay, also doppelt so viel. Ja, in etwa. Wir können jetzt natürlich eine Sache einfach mal machen. Bevor wir jetzt einen anderen Bock reinstecken und da messen, würde ich fast einmal sagen, wir tauschen einfach einmal schnell die Schalen. Ja. Und gucken einfach mal, was dann passiert. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, in einem Satz sind die üblicherweise relativ gleich. Mit Ausnahme eines Jaguar-Motors, den wir gerade da haben, da haben wir wirklich auch zwischen den Lagerschalen, wenn man die Lagerschalendicke gemessen haben, 500stel Differenz im Lagerspiel in einem Satz. Mhm. Also das ist völlig daneben. So, haben wir jetzt alle. Ja. Also stabil aussehen tut es auf jeden Fall. So, schauen wir mal, was diese Lagerschale sagt. Ne, etwa gleich. Noch 300. Ja, auch 300. Kein Unterschied. Okay. Nochmal kurz, weil du immer so schön erklären kannst. Warum überhaupt ein Lagerspiel? Also, dass wir es natürlich nicht null machen können, sollte klar sein. Mhm. Wofür brauchen wir diese 600stel genau? Diese 600stel Lagerspiel brauchen wir, weil durch die hohe Drehzahl der Welle relativ viel Reibung entsteht. Reibung bedeutet Ausdehnung und die Welle dehnt sich aus und wächst dann in den ganzen Motor, weil die Welle wahrscheinlich wärmer wird. Mhm. Gerade an der Stelle entsteht ja die Reibung, das heißt also an der Reibungsstelle wird die Welle wärmer als der Block. Und sie dehnt sich aus und du benötigst halt, um kein zu großes Schergefälle im Ölfilm zu bekommen, eine gewisse Dicke des Ölfilms. Du kannst also nicht die gesamte Reibungswärme aufnehmen mit einem Ölfilm, der zu dünn ist. Und du würdest dann praktisch an der Stelle partiell den Ölfilm überlasten. Du musst also eine Mindestdicke haben. Und die Mindestdicke wächst mit der Drehzahl, die du brauchst, weil du ja auch Temperatur einbringst. Das heißt, grundsätzlich kann man also sagen, je höher die Drehzahl, umso dicker der Ölfilm, umso größer das Lagerspiel. Sieht man zum Beispiel sehr anschaulich beim Turbolader, der 100.000 Drehungen pro Minute macht, wenn er gleitgelagert ist. Da haben die schon, wenn man an der Welle wackelt, kannst du beim neuen Turbolader ganz schön viel wackeln. Da denkt man sich, das sind ja nicht, ich sag mal so, 1 Promille vom Zapfendurchmesser. So eine 10er Welle, die so ein Turbolader hat, wenn der überhaupt eine 10er Welle hat, müsste ja dann im Prinzip 100stel Lagerluft haben, dann würdest du nicht so wackeln können am Turbolader. Nur mit 100stel Lagerluft bei 100.000 Drehungen geht das Ding sofort fest. Das funktioniert nicht. Das Lagerspiel richtet sich tatsächlich auch nach dem Durchmesser von dem Lager. Natürlich, selbstverständlich. Und je höher es dreht, je mehr Fleisch brauchen wir einfach für die Ölversorgung. Ja. Wie wird diese Kurbelwelle im Betrieb wohl später sitzen? Ist die immer noch zentrisch da drin? Nein. Oder wird die nach unten gedrückt und hat unten 200stel, oben 400stel? Sie verlagert sich natürlich, ich sag mal so, in die Richtung, in der die Last sie drückt. Mhm. Also bei so einem Turbomotor auf jeden Fall nach unten im Wesentlichen. Du hast natürlich darüber hinaus noch Lagertrommeln und ähnliche, ich sag mal, Eigenarten der Kurbelwelle. Aber im Wesentlichen verlagert sich natürlich der Mittelpunkt der Kurbelwelle aus dem Mittelpunkt der Lagergasse heraus. Und du hast dann unten an, da wo die höchste Last ist, den dünnsten Ölfilm und oben wird praktisch nachgefördert. Mhm. Da ist der Ölfilm dann dicker. Mhm.
Und der über den Öldruck schafft das nicht auszugleichen, dass sie deswegen automatisch wieder. Nein, das geht überhaupt. Nein. Okay, krass. Die Drücke im Lager liegen bei mehreren hundert Bar. Ah, echt so? Ja. Wir hatten teilweise tatsächlich mal Lager. Da war ich dann mit Björn auch am Rätseln, was da wohl passiert ist. Da ist richtig die Oberfläche so quer wie so aufgerissen. Es hat wie so Schuppen gebildet. Ja. Und da war er auch der Meinung, dass der Öldruck schon zu hoch ist. Nein, am Öldruck selber liegt das nicht. Also üblicherweise. Es ist so, der Öldruck ist vernachlässigbar gemessen an dem, was dort, ich sag mal so, unter dem Lager herrscht. Du hast wirklich mehrere hundert Bar unter Umständen an den höchst belasteten Stellen. Was dann dort passiert ist, es kann das Material ermüden, der Lagerschale, und dann hast du Abplatzung. Das sind sozusagen, das sind also Schuppenbildung, Pittings sozusagen, dann platzen ein Stück aus dem Lager raus. Du hast so eine Pittingbildung zum Beispiel an Nockenwellen in viel, viel kleinerer Form und an dem weichen Lagermaterial sind das größere Flocken. Also wir haben das teilweise schon gesehen, dass dann, auch wenn vielleicht die Lagerschale nicht so hochwertig ist, dass dann auch bei Serienmotoren teilweise die Oberfläche aussieht, ja, wie bei einem Schuppentier oder so ähnlich und nicht gleichmäßig. Und die 100 Bar kommt dadurch zustande, dass die Welle wirklich so stark runtergedrückt wird? Ja, ganz klar. Also der Ölfilm wird quasi komprimiert? Ja, du hast ja eine ich sag mal so Spitzenlast im Zylinder von 100 Bar. Du kannst sagen, durchschnittlich wird so ein Kolben dann mit mehr als einer Tonne, zwei Tonnen Gewicht nach unten gedrückt. Das heißt also, diese Tonne muss dann von dem Lagerzapfen ungefähr auch aufgenommen werden. Ich meine, jetzt mal ganz grob, nur in der Größenordnung zu bleiben. Natürlich ist es nicht genau eine Tonne und es ist ein Zylinder pro Hubzapfen und so weiter und so fort. Aber da hat man ungefähr eine Größenordnung. Das heißt also, diese Tonne muss von dem Ölfilm gehalten werden. Es darf ja nicht die Welle in dem Lager schaben. Es darf ja keine metallische Berührung stattfinden. Sonst würde es ja ruckzuck verschleißen. Und üblicherweise schafft der Ölfilm das auch. Und deshalb ist es auch so, dass die unteren Lagerschalen eine durchgängige Fläche haben und keinen Schmitz in der Mitte, damit du einen breiteren Ölfilm hast, der dann natürlich auch besser in der Lage ist, diese Last aufzunehmen. Weil die Kohlewelle halt in die Richtung gedrückt wird. Ganz genau. Aber theoretisch funktioniert das Ganze nur deswegen, weil das Lager links und rechts umschlossen ist. Also als Beispiel, wenn die Kohlewelle jetzt hier offen wäre, würde das Öl ja einfach raus und gar kein Druck wäre da drin, übertrieben gesagt, oder? Nein, es gibt auch Segmentlager. Es gibt Segmentlager, die praktisch aus einzelnen kleinen Segmenten bestehen, die gegenüber der laufenden Fläche schräg angestellt sind, damit sich das Öl praktisch hineinzieht. Die haben dann auf der einen Seite etwas größeren Spalt, auf der anderen Seite enger, das Öl wird reingezogen. Und es spielt also im Prinzip keine so große Rolle, aber du brauchst die Breite. Du brauchst auf jeden Fall die Breite des Lagers, die ist sehr, sehr wichtig. Weil ich hätte jetzt immer so gedacht, wenn als Beispiel das Öl mit 5 Bar da reingedrückt wird und von oben theoretisch wirklich mit einer Tonne draufgedrückt wird, dass das Öl einfach zur Seite weg und fertig, dass es dann einfach aufliegt. Du musst natürlich genügend nachfördern. Wenn du also jetzt zum Beispiel ein Segmentlager hättest, müsstest du vor jedem Segment dafür sorgen, dass Öl nachgefördert wird. Sonst funktioniert es ja nicht. Ja. Ja, weil das, was ich sag mal so aus dem zweiten Lager oder aus dem vorliegenden Lager rauskommt, würde ja verschwinden, zum größten Seite weg und so weiter. Aber wir haben zum Beispiel hier bei dem Detour-Dieselmotor haben wir Pleuelbuchsen, die besonders hoch beansprucht sind und die sind auch als Segmentlager ausgeführt. Cool. Ja, ich befürchte, das heißt, jetzt ist erstmal wieder Baustelle, weil wir können jetzt nicht einfach mit dem Schraubenzieher das Lagerspiel einstellen, sondern wir müssen jetzt tatsächlich mal das Lagerspiel einstellen, in Form von mechanisch an der Welle. Ja, Welle schleifen ist das Einfachste. Also wir müssen zum Glück nicht aus der Lagergasse innen was rausholen. Würde ich nicht tun. Die Lagergasse ist halt, die ist auf Maß. Es ist schwieriger und dauert länger, hier aus der Lagergasse was rausholen. Außerdem verringerst du dadurch die Vorspannung der Lagerschale im Block. Mhm. Und die möchtest du ja, wenn irgendwann, ich sag mal so, wenn du zu groß wirst, mit dem Durchmesser der Lager, dann liegen die Lagerschalen ja praktisch nur noch lose da drin und sie haben nicht mehr die Vorspannung, werden nicht mehr gehalten und dann würden die sich losarbeiten und dann hättest du einen katastrophalen Motorschaden. Also mach mal das Feintuning da lieber durch Schleifen der Welle. Okay, Thema Pleuellager. Wollen wir die jetzt im Vorfeld, würdest du beim Pleuellager auch den Zapfen schleifen oder würdest du da im Pleuel was wegnehmen, wenn es da nicht ganz passt? Gibt Grenzen. Also ein Hundertstel würde ich noch aus dem Pleuel rausnehmen, aber zum Beispiel 300 oder 400 nicht mehr. Okay, weil dann würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt die Welle anfangen zu schleifen, polieren, vielleicht einmal das Pleuellager auch noch messen. Ja, klar. Weil dann wissen wir nämlich, wo wir stehen. Ja. Eigentlich genau das gleiche Spiel. Das heißt einmal anziehen, Welle messen. Genau, ich drücke mal hier. Elektroknarre hier. Ja. Das Schöne ist, die Knarre kann eigentlich gar nichts.
Sobald da auch nur ein bisschen Widerstand ist, bleibt die stehen. Das heißt, man macht nichts kaputt. Aber was auf jeden Fall cool ist, wir haben schon etliche Montagevideos gemacht und wir haben noch nie, fällt mir dabei ein, wirklich das Spiel am Ende eingestellt. Also es war immer so vorbereitet, dass es am Ende alles gepasst hat. Das und freut mich für uns. Und hier müssen wir jetzt ja tatsächlich mal gleich mal runternehmen. Ja. Fühlt sich an, als wenn es weniger wäre, aber das liegt ja nur. Jetzt können wir eigentlich mal einen kleinen Mythos aufklären, wo wir gerade dabei sind. Ganz viele denken immer, wenn du jetzt nicht hinten am Griff anfassen würdest, sondern würdest hier knack-knack machen, dass du die Schraube dann anders festgezogen hast. Nein, ist ja Unsinn. Eingestellt wird ja das Drehmoment ja hier. Ja, das heißt, gleich. Du musst hier nur mit mehr Kraft drücken, genau. Aber sie macht halt knack-knack bei 75, somit ist es egal wo. Eben. Ich meine, bei Pleuel-Lagern ist es ja üblicherweise so, du kaufst einen Satz Pleuel, nimmst die aus der Packung raus, packst die Lagerschalen rein, baust drauf, drehst und bist zufrieden. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Ich glaube, in dem Fall kommt jetzt wirklich die nitrierte Welle, die logischerweise komplett geschliffen ist, als auch die gemachte Lagergasse. Ne? Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Wow. Fast ein Zehntel. Das ist heftig. Wir haben das Gegenteil von dem, was wir an den Hauptlagern haben. Mhm. Wir haben hier im Prinzip zu viel Spiel. Also ein Zehntel finde ich. Ich messe nochmal, weil das so viel ist, dass ich da Zweifel an mir selber habe. Ich denke, habe ich dich vermessen? Irgendwas falsch. Dabei haben wir immer noch keine Musik an. Stimmt. Meine Angestellten bitten mich, möglichst keine Musik zu spielen. Weil ich spiele dann durchaus mal Biene Maya. Oder ähnliches. Rudi Schuhrücke. Biene Maya, auch nicht schlecht. Wir sind tatsächlich bei fast einem Zehntel Lagerspiel ungefähr. Also das wäre mir zu heftig. Das halte ich für inakzeptabel. Das heißt, dann haben wir hier die nächste Baustelle. Und runterschlagen, kleiner machen. Ja, das wird zwar ziemlich zitronenförmig. Boah. Oder welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Sind vermutlich die Lagerschalen, mit denen ihr die besten Erfahrungen gemacht habt und die, auf die ihr keinesfalls verzichten wollt. Nehme ich mal an. Nö, das würde ich nicht unbedingt sagen. Ja, dann als nächstes erstmal einen anderen Satz Lagerschalen ausprobieren. Gucken, wo wir da landen. Und wenn wir dann zum Beispiel statt einem Zehntel 700stel Lagerluft hätten, dann wäre es wieder okay. Dann könnte man Auge zu und durch sagen. Normalerweise hätte ich gesagt, ich hätte gerne an der Stelle vielleicht so 500stel Lagerluft ungefähr. Wäre für mich ideal. Es ist nicht so, dass er mit einem Zehntel jetzt kaputt geht oder so. Es ist so, dass zum Beispiel bei Ferrari 99 100stel Lagerluft als Neuwert die Obergrenze für die Montage darstellen. Das heißt, bei Ferrari sagen die, ja, ein Zehntel Lagerluft, ja, geht schon. Aber für eine lange Lebensdauer ist das nicht akzeptabel. Ich halte das für nicht in Ordnung. Also lange Lebensdauer ist bei mir jetzt zum Glück nicht so wichtig. Gut, aber ein Zehntel ist echt viel. Muss funktionieren. Ein Zehntel ist echt viel. Also man könnte zum Beispiel die Pleuel 300stel nachsetzen, dann wäre man bei 700stel, dann könnte man sagen Augen zu und durch. Das funktioniert, aber... Aber das Nachsetzen heißt dann auch wirklich planen und wieder neu holen. Richtig, ganz genau. Weil ich befürchte, selbst wenn wir jetzt andere Lagerschalen hier aus den Regalen ziehen, wird das leider nicht viel bringen, weil ich habe schon so oft die Lager untereinander auch getauscht. Also ich habe sowohl Originallager, diese Lager, andere Lager eingebaut. Es kam immer, also es hat immer funktioniert und war auch immer messbar eher in 100stel und nicht eher jetzt in 500stel Bereich. Ne? Ja. Das heißt, ich vermute, dass auch eher hier die Welle schon zu klein ist. Ich habe mich gerade gewundert, weil wenn ich jetzt auf die Messuhr gucke, dann bin ich 500stel unter Nennmaß ungefähr. Also man hat dann üblicherweise, man geht ja von Einheitswelle, Einheitsbohrung aus. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine 50 mm Welle hast, dann ist hier in Deutschland die Welle etwas kleiner und stellt dadurch Lagerspiel her. Das heißt, wenn du zum Beispiel 300stel Lagerluft haben willst, dann hat die 50er Welle in Wirklichkeit 49,97 mm. Wir sind hier bei schon ungefähr 500stel unter Nennmaß. Das ist...
kann mich täuschen, unüblich für, vor allem der Hauptlagerzapfen. Der Hauptlagerzapfen ist nämlich nicht 500 unter Nennmaß, der ist nur 100 unter Nennmaß. Normalerweise hast du die gleichen Toleranzen innerhalb einer Welle bei Hauptlager und bei Pleuellager. Und das ist hier nicht der Fall. Also vielleicht ist dem Kurbelwellschleifer da die Schleifmaschine ausgerutscht oder so. Denkbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er absichtlich gesagt hat, wir wollen ein Zehntel Lagerluft. Problem ist, wir können jetzt auch nicht eine andere Welle nehmen. Mhm. Da hätte ich zwar noch genug von, aber diese Welle ist jetzt natürlich einmal schon komplett wieder angepasst. Ja. Das heißt gewuchtet, das heißt, wir haben die ganzen Flächen nachgesetzt, dass das alles schön zueinander läuft. Also ich halte das für das Sinnvollste. Wir könnten auch schlechten Gewissens 400stel, die Pleuel um 400stel nachsetzen. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Also wir sollten noch mal einen Satz andere Lagerschalen ausprobieren. Okay. Das heißt, damit es jetzt aber hier zur Sekunde weitergeht, müssen wir auf jeden Fall erstmal uns um Thema Welle kümmern. Ja. Dass wir zumindest das schon mal haben, dann ist die Welle da theoretisch drin. Mhm. Und dann bis dahin haben wir vielleicht einen Satzschalen. Genau. Okay. Müssen wir die Welle schleifen. Jo. Dann würde ich sagen, fangen wir damit einmal an. Das heißt Drehbank und per Hand mit? Nein, die kommt auf die Kurbelwellschleifmaschine. Die Kurbelwellschleifmaschine wird umgerüstet, es kommt die Schleifscheibe rein, die, ich sag mal so, passend ist, entschuldige meinen. Ah, so aufwendig. Ja, natürlich. Ach, so. Ja, sonst geht das nicht. Ich dachte, das kann sich runterpolieren. Das gibt irgendwas. Das gibt eine völlig, ich sag mal so, deformierte Oberfläche. Das heißt, wir kommen theoretisch jetzt ja zu meiner liebsten Maschine, die ich eh schon immer zeigen wollte, die du aber nicht so gerne magst. Richtig, ganz genau. Okay. Ja. Okay, aber dass die Nitrierschicht noch dick genug und so weiter ist, das ist alles sichergestellt dabei. Bei den Hauptlagern ist das überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, wir müssen ja nur etwa 300 runterschleifen. Kann man das messen, wie dick die Nitrierschicht ist? Also ob sie danach noch, merkt man, dass die Oberflächenhärte dann weniger wird? Also, ich hatte einen Härtetester bestellt, habe ihn aber nicht geliefert bekommen. Mhm. Der kostet so um die 3.500 Euro. Weil wir haben zwei Härtetester, die man aber für dünne Schichten nicht verwenden kann. Für dünne Schichten benötigst du einen Härtetester, der nach einem Ultraschallverfahren arbeitet, bei dem ein kleiner Diamant mit Ultraschall auf der Fläche herumtanzt und einen so winzigen Eindruck macht, dass das im Prinzip keine Rolle spielt oder überpoliert werden kann. Und die gibt es halt extra zum Messen von Schichten. Und damit könnte man das feststellen, nur den habe ich leider nicht. Und zwar Thema Stoßspielkolbring. Haben wir geprüft und gemessen und war in Ordnung. Und passt. Ja. Stoßspiel ist einfach nur quasi der Spalt, der bleibt, wenn der Kolben hier am Ende drin sitzt. Welche Spiele nehmt ihr da immer aus Erfahrung? Das hängt sehr, sehr stark vom Einsatzzweck ab und von der Kolbentype, die du verwendest. Also ihr für euren Turbomotor braucht relativ viel Stoßspiel. Da hatten wir mal gesagt, das soll so auf jeden Fall über 0,4 mm sein. Und es war noch etwa 0,5 mm, das passte also. Ja. Und der Guido hat nur die Enden noch entgratet, weil die ein bisschen scharfkantig waren. Ja, wir machen auch immer 0,45 beim ersten. Mhm. Okay, da sind daher aber die Meinungen ähnlich. Jetzt müssen wir richtig viel hinlegen. Also wir hatten schon mal einen Ford Small Block, der hatte 0,7 mm Stoßspiel, das war zu viel. Was ich auf jeden Fall schon mal krass finde ist, ihr werdet das nicht ganz so gut sehen, ich sehe es aber sofort, wie viel Fleisch hier tatsächlich jetzt zwischenstehen geblieben ist. Weil ihr erinnert euch ja, dieser Motor war ursprünglich auf 82 5er Kolben ausgelegt. So, Serie RS4 81. Wir immer aufgebohrt auf 82 5 oder auf 83, bis dann irgendwann der Block gerissen ist. Und dann kam das Drama mit den Buchsen. Jetzt keine Buchsen, sondern wir haben den Kolben zurückgedreht, abgedreht auf 81 5. So, das heißt, das ist jetzt hier theoretisch schon wieder fast die Serienbohrung und dadurch bleibt natürlich der Steg in der Mitte viel, viel dicker. Und auch das ganze Fleisch um unseren Kupferring zu allen Seiten ist natürlich auch viel, viel mehr als mit der 83er Bohrung. Ne? Also das sieht gleich deutlich stabiler aus. Ja, ist wichtig. Sonst noch irgendeine Weisheit von dir zum Thema Montage? Sauber arbeiten. Mhm. Das ist halt das Allerwichtigste. Nein, wie ja schon gesagt, man muss prüfen, man muss messen, man muss schauen. Und man sieht ja jetzt auch wenn die Lagergasse jetzt zum Beispiel in der Werkstoleranz liegt, mit bestimmten Lagerschalen und einer anderen Kurbelwelle wäre man, ohne das Ganze zu kontrollieren, wahrscheinlich in Teufelsküche gelandet.
Ja, stimmt, das ist dafür definitiv jetzt mal ein Negativbeispiel, dass man sich eigentlich einfach nur auf Zusammenstecken nicht verlassen darf. Ne? Nein. Wie gesagt, bei uns mit den amerikanischen Motoren ist es Standard. Es passt eigentlich nichts nirgendwo, an keiner Stelle. Es passt oftmals noch nicht mal mehr der Aufdruck des Kolbendurchmessers oder Zylinderdurchmessers des Herstellers. Es ist einfach so. Krass. Letzter Punkt, einfahren danach. Wie würdest du idealerweise so einen Motor einfahren? So einen Hochleistungs-Rennmotor, sage ich jetzt mal? Grundsätzlich machen wir das so. Motor warm laufen lassen. Erstmal prüfen, ob alles in Ordnung ist. Natürlich beim Starten vorher prüfen, bevor die Zündkerzen drin sind, ob er Öldruck aufbaut. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Nicht ohne Öldruck. Das heißt also, entweder Ölpumpe vorarbeiten, bei der Trockensumpfpumpe kann man den Riemen runternehmen und kann die mit dem Akkuschrauber oder sowas vortreiben und dann schauen, baut das Ding Öldruck auf, kommt das Öl da an, wo es soll, ruhig mal einen Ventildeckel runternehmen, gucken, kommt da überall was an, das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt Fälle, wo das nicht passiert. Und dann, wenn man sichergestellt hat, dass das mit dem Öldruck funktioniert, den Motor starten, dann prüft man natürlich auf Leckagen. Dann lässt man ihn etwas warm laufen, schaut nach, dass er die Temperatur erreicht, dass der Kühler funktioniert. Danach machen wir sozusagen eine kleine Proberunde und um Block und lassen sofort das Motoröl ab. Mhm. Und prüfen sofort nach, haben wir zu viel Metallflitter im Motoröl? Mhm. Und dann schneiden wir den Filter auf. Wir haben da so ein Schneidgerät, das spanfrei arbeitet, wie so ein Dosenöffner. Schneiden den Filter auf, machen dann die Ziehharmonika, ziehen also den Filter auseinander, gucken nach, ob da übermäßiger Dreck drin ist. Man findet ja immer Reste von Putzlappen da drin, ein bisschen Silikonreste und ähnliches. Aber man darf keine übermäßigen Spänchen oder sowas drin finden. Das ist da schon mal beruhigend. Dann kommt nochmal Öl drauf. Dann machen wir eine etwas größere Runde von vielleicht mehreren Kilometern. Ich sage das so, man kreist um die Heimwerkstatt. Mhm. Und die Kreise werden dann spiralförmig immer größer. Man macht die erstmal so klein, dass man immer noch gut abgeholt werden kann von irgendwem. Und wenn man dann Vertrauen gewinnt in das Projekt, weil das funktioniert, dann hätte ich gesagt, so viel Einfahren gibt es da nicht. Nach 100 Kilometern sollte das erledigt sein. Nach 100 Kilometern sollen die Ringe tragen und die Lager tragen. Und ich würde natürlich nicht gleich Vollgas geben, sondern man muss sich auch an die Leistung ranarbeiten. Wenn man gleich Vollgas gibt und ein Sensor funktioniert nicht, dann verbrennt man sich den Motor. Das hat ja keinen Sinn. Also gut zu, René, ne? Mhm. Vollgas mit dem neuen Motor. Ja, 100 Kilometer habe ich drauf. Okay, das heißt, du bist eigentlich der Meinung, so 1000 Kilometer oder sowas, wie man das früher mal gehört hat, ist Quatsch. Nein, das wird hier auch nicht. Weil wenn der Motor gut funktioniert, hat er logischerweise keinen Verschleiß und man kann es auch nichts einfahren. Na, ist nicht ganz richtig. Das ist so, dass die Zylinder nicht ideal rund sind und die Kolbenringe nicht ideal. Und im Prinzip ist das Wesentliche das, was einläuft, Kolben und Ringe. Mhm. Und man kann, wenn man einem Motor von vornherein Vollgas gibt, man kann unter Umständen dafür sorgen, dass an den Kolbenringen Brandspuren entstehen. Weil die Kolbenringe noch nicht gleichmäßig tragen, dann können sie auch die Wärme nicht abgeben. Dann hast du erhöhtes Blow-By und dann gehen die Brenngase wie ein Schweißbrenner am Ring vorbei und dann kannst du dann blaue Überhitzestellen an den Kolbenringen haben. Funktioniert dann immer noch, der Motor läuft immer noch, du hast halt mehr Blow-By und ein bisschen weniger Leistung. Aber das sollte man nicht tun. Ich denke, in der Serie haben die das raus, wie die Zylinder verformen müssen und wie die Kolbenringe bearbeiten müssen, dass die Einfahrzeit möglichst gering ist. Aber auch für den Serienmotor gilt, nicht auf den ersten Kilometern Vollgas, wirklich nicht. Und welches Öl? Gleich von Anfang an das, was du später fahren willst? Nein. Am Anfang, du willst ja, dass die Ringe und die Kolbenringe und die Zylinder tragen. Das heißt, du willst Verschleiß erzeugen, aber einen gewollten Verschleiß, einen sehr kleinen Verschleiß. Und wenn du ein sehr, sehr hochwertiges Öl gleich zu Anfang fährst, dann ist der Verschleiß zu gering. Dann zögerst du diese Einfahrphase irrsinnig weit raus. Was also am Anfang... 1000 Kilometer. Zum Beispiel. Am Anfang hätte ich gesagt, irgendwelches preiswertes 10W40, 5W40 drauf. Und auch mit 10W40 sollte der Motor ja seinen Öldruck haben und sollte alles funktionieren. Und man nimmt dann halt ein bisschen Verschleiß in Kauf und dann hinterher, wenn der Motor gut funktioniert, dann kommt da schön eine 20W60 drauf oder so. Ich mache immer, das funktioniert am besten, es gibt von Motul so ein Klassiköl, das nennt sich 20W50. Hm. Das heißt, das ist extrem dickflüssig, ist aber mineralisch und kann eigentlich nichts. Zu meiner Zeit, also als ich noch Haare hatte, war
am Anfang nicht mehr als ein Viertel Last und nicht mehr als halbe Nenndrehzahl. Und das wird dann gesteigert. Das erhöht sich dann zum Beispiel nach 100 Kilometern, dass du auch mal zwei Drittel Nenndrehzahl fährst und halbe Gaspedalstellung und Vollgas erst nach mehreren hundert Kilometern, wenn wirklich alles funktioniert. Und das Öl dann wieder getauscht wurde. Ja, also wir machen das auf jeden Fall üblicherweise, weil auch moderne Motoren haben einen Fahrverschleiß. Du hast die Partikel drin. Und wenn das ein Leasing-Auto ist, das du kurz Zeit später abgibst, ist es egal. Aber wenn du das Fahrzeug behalten möchtest, dann tut man ihm was Gutes und schmeißt die Plempe mit den Verschleißpartikeln raus. Ist der Motor kalt? Wie macht man das? Okay, ja, schade, dass ich euch schon wieder nicht einen fertigen Motor präsentieren kann in diesem Video. Aber nichtdestotrotz fand ich extrem informativ, weil es hat jeder Motorenbauer hat einfach seine eigene Philosophie. Die konnten wir auf jeden Fall ein bisschen wieder zeigen. Und dann müssen wir leider jetzt doch im nächsten Video an meine, an die Maschine, wo ich schon immer drauf spekuliert habe, und müssen noch einmal die Kurbel schlagen. Ja. Machen wir gerne für euch, auch wenn wir die Maschine nicht so mögen. Aber in dem Fall können wir es euch zeigen. Ja, dann würde ich sagen, trotzdem, danke fürs Zuschauen. Ihr seht, wir bleiben am Ball und bis zum nächsten Mal.